Solche besonderen Momente kann man nur in so einer Situation, in diesem Raum und auch für eine solche Produktion verwirklichen. Wir sind hier in Clachens Polkerhaus. Kurz nach 89 wurde es verkauft an die neuen Betreiber. Und die haben erst bei den Renovierungsarbeiten den Spiegelsaal entdeckt. Ich komme in diesen Spiegelsaal, in dem seit Jahrzehnten die Zeit stehen geblieben ist. Also es war eine wirkliche Zeitkapsel. Irgendwie bin ich dann sehr schnell auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht reingehen kann, weil er auch so klein ist, weil da eine Intimität ist. Und ich dachte mir, darin liegt eben genau der Reiz, dass man, wenn man Gäste einlädt, andere Künstler bittet mitzumachen, dass es heimlich ist, fast eine Wohnzimmeratmosphäre hat. Ich habe mittendrin gesessen und hatte ein tolles akustisches Erlebnis. Von links kamen die Blechbläser, von rechts die Saxophone, Rhythmusgruppe. Alles kam sehr schön zusammen in dem kleinen Saal, der eigentlich doch wirklich ein bisschen schwierig ist, mit den ganzen Spiegeln und der Höhe nicht so einfach zu bespielen. Aber es klang wunderschön. Die räumliche Aufstellung im Orchester ist normalerweise anders. Insofern war das schon mal die erste Herausforderung für uns. Sehr ungewöhnlich für mich. Ich habe meine Orientierung erstmal verloren an den Trompeter, die sonst immer hier neben mir sitzen. Eigentlich ist es schon schwierig, Publikum überhaupt reinzubekommen. Wir haben es immerhin geschafft, glaube ich, 40 Plätze reinzubauen. Die Kameratechnik nimmt halt durchaus viel Platz weg. Auch das Leuchten ist nicht einfach. Trotzdem haben wir es geschafft, im Endeffekt mit 8 Kameras hier zu arbeiten. Okay. Unten rumpelt sich, ich glaube, Lordi kommt. Ich hatte plötzlich die Idee, dass es in diesem Abend einen ganz besonderen Effekt geben muss. Eine starke, wüste Person wie aus einer anderen Welt, grimmige Erscheinung. Und was ist grimmiger und wüster als Lordi? When I was asked to do this, I was like, this is gonna be pretty interesting. Because, I mean, I come from the world of hard rock, rock, heavy metal, if you will. And this is quite far away from that. Lordi, was wird er jetzt tun? Brüllt er alles zusammen? Nein, er wird auf einmal ganz still und singt Just a Gigolo. Just a Gigolo. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night some hearts betraying. Wir konnten ihn gar nicht unterbringen. Wir haben ja einen Raum gehabt, wo sich die Künstler aufhalten konnten. Da kam er gar nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie man den aus dem Hotel dann schließlich zu uns transportieren konnte. Wahrscheinlich im Möbelwagen stehend, keine Ahnung. Irgendwie stand er dann plötzlich da. Also ich habe gehört, dass Lordi für die Maske um die 4 Stunden braucht. The sun without me. Der kleine Leutnant, er war der beste Reiter. Und alle Herzen, sie flogen ihm gleich zu. Er konnte tanzen und küssen wie kein Zweifel. It was quite, well, strange, but strange in a good way. Lordi, meine Damen und Herren! Namika, kennt ihr euch? Wollte ich mal kurz vielleicht bekannt. Namika, ich grüße dich. Ja. Hast du dein Stuhlbart angeklebt? Na, ist natürlich nicht angeklebt, das ist echt. Und da habe ich wachsen lassen. Ich bin mehrfach zum Bartträger des Jahres gewählt worden. In Piskowice, in Polen. Ja, und wie toll, wir hatten dann noch Namika als Gast. Die Küssen kann man nicht alleine vorgetragen hat. Ganz elegant im Damensmoking und so. Auch wieder so eine ganz eigene Interpretation. Und dann geht sie nach unten so und wird auf einmal ganz lassiv. Das war toll. Küssen kann man nicht allein. Das habe ich so nie reflektiert. Und ich sag dir auch den Grund. Das ist viel zu kompliziert. Küssen, das geht auf keinen Fall allein. Doch das habe ich jetzt denn kapiert. Denn dazu braucht man einen anderen Mund. Max hat eine unglaubliche Gabe, mit einem sehr schönen Vokabular Dinge zu beschreiben, die eigentlich so klein sind, aber er lässt sie so riesig erscheinen. Der Kellner winkt schon wieder mit Getränken. Und
Und dann hat sie mich noch ein bisschen unterstützt bei, bei Côte d'Azur. Die Côte d'Azur ist, wenn du nicht hier bist, auch nur ein Strand mit Sand. Und auf einmal waren wir dann irgendwie in Südfrankreich. Namika! Max Raabe ist tatsächlich das 23. MTV Unplugged, was wir hier in Deutschland produziert haben. Immer nicht mitgezählt Herbert Grönemeyer, weil das damals von unseren Kollegen in UK produziert wurde. Ich habe ihn gefragt, ob er kommt. Und dann war er schließlich da. Gut, wenn du das so. Ich muss sagen, ich mochte den schon immer. Ich mag den halt, weil der was ganz Eigenes geschaffen hat. Man guckt ihm gerne in die Augen und er hat so eine ganz liebevolle Art und bleibt dabei aber trotzdem immer dezent und fein und ja, hat so was ganz, ganz Liebevolles und Feines. Ich drehe so um das Rad, hier so meine Runde. Es trommeln die Motoren, es brüllt in meinen Ohren. Ich finde keinen Partner, ich komm zu spät zu dir. Es ist sehr kurz, komischerweise. Es ist wahnsinnig kurz. Also normalerweise ist es viel länger. Es ist fast wie so ein Zwischengericht. So, das war der vergnügliche Part. Das war auch gleichzeitig das turbulenteste und wildeste und laute Stück, glaube ich, am ganzen Abend. Du singst den Schlusschorus und ich mache ihn kaputt. Also er kommt rein. Wir machen eine Probe. Die ist toll. Dann läuft die Kamera. Und die erste Aufnahme steht schon und auf einmal explodiert die Atmosphäre. Es ist einfach mal solche Kraft da. Es ist unglaublich, dass sich das so entfaltet und zwar in greifbarer Nähe. Der steht dann da, man könnte auch hingehen und sagen irgendwie, toll, macht man aber nicht, weil man gebannt ist und sich freut, dass man dabei sein kann, weil da was ganz Besonderes und Einmaliges entsteht. Dieses Lied finde ich halt, also du weißt nichts von Liebe, finde ich halt fast wie ein Klassiker. Ich versuche halt aus den, das ist so ein bisschen wie so ein Beckenschlamm, man singt halt nur ein Lied und da will man natürlich gucken, dass man das auf den Punkt setzt. Versucht auch aus dem Lied was rauszuholen, dass es auch eine persönliche Note kriegt, dass es auch mein Lied wird. So viele Worte und ich verstehe nicht, was du meinst. Seine Art, die Worte zu gestalten, fortzuziehen und wieder fallen zu lassen. Diese große emotionale, stimmliche Gewalt hat das Stück auf eine Weise interpretiert, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Wahrheit ist schlicht, du weißt nichts von Liebe, die Liebe kennst du nicht. Jetzt, wo quasi die letzte Klappe gefallen ist, muss ich sagen, ja, das ist aufgegangen. Das war genau das, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe jede Sekunde genossen von all dem, was uns da um die Ohren geflogen ist. Ni siquiera una capa.